unter grünen Siegeln durch die unendlich blauen Wasser der Inselwelt Indonesiens. Eine romantische Reise jenseits von Bali. Wir tauchen hinab zu den Korallenbänken und sehen, warum dies Paradies so sehr gefährdet ist. Und wir erleben den Zauber der gigantischen Vulkanlandschaften und der bisweilen unheimlichen Tierwelt im Osten Indonesiens. Eine Woche lang werden wir unterwegs sein, über und unter Wasser. Bei stiller und bisweilen bewegter See. Der Motorsegler Pinisi Ambasi wartet am späten Nachmittag in der Amuk-Bucht an der Ostküste von Bali. Von hier werden wir aufbrechen zu den östlichen Inseln Lombok, Sumbawa, Komodo und Flores. Die Pinisi Ambasi ist 10 Jahre alt, ein Bugis-Schoner, benannt nach dem indonesischen Seefahrervolk der Bugis. Die kopierten seit dem 17. Jahrhundert die Boote der holländischen Kolonialherren, aber modifizierten die Baulinien für diese südlichen Gewässer. Wir überqueren die Meerenge von Lombok, ein Gewässer mit starker und tückischer Strömung. Die Segel werden für die Nacht geborgen. Wie immer in den Tropen bricht die Nacht schnell herein nach nur kurzer Dämmerung. Mit Motorkraft schaukeln wir dahin, Bali verschwindet im Dunst. Bali ist eine internationale Hochburg der Surfer. Schon am Anfang des letzten Jahrhunderts kamen die ersten Urlauber aus Europa und Amerika hierher und schnell entwickelte sich ein Bali-Mythos, die Vorstellung vom exotischen Tropenparadies. Heute wird Bali mehr und mehr zu einem Ort des Massentourismus. Balis Reisterrassen sind weltberühmt, dabei sind sie kaum schöner als die Reisterrassen auf anderen Inseln Indonesiens. Bali ist, anders als alle anderen Inseln ringsum, hinduistisch und es zeigt sich mit ganz eigenen Ritualen und Tänzen. Das berühmteste Schauspiel für die Touristen ist der Kecak-Tanz. Doch der Kecak ist eine gerade 80 Jahre alte Erfindung eines auf Bali lebenden deutschen Künstlers. Als der Tag anbricht, schippert die Pinisi Ambasi noch immer durch die Meerenge von Lombok. Unsere Höchstgeschwindigkeit liegt bei 6 Knoten, 12 Kilometer in der Stunde. Unsere Position quer ab von Lombok. Der große Vulkan Gunung Rinjani liegt im Dunst. Wir werden ihn später näher sehen. Das Frühstück brutzelt im Wok. 7-Mann-Besatzung hat unser Schoner, 21 Meter lang, 6 Meter breit, 2,30 Meter Tiefgang. Steuermann und Bootseigner diskutieren den Tagesplan. Von Benny, dem Mann mit dem Schal, haben wir das Boot gemietet. Seit 20 Jahren organisiert er Bootsreisen in Indonesien. Ein Computer mit GPS dient zur Positionsbestimmung, aber auch die Seekartensammlung ist noch im Gebrauch. Dort unser erstes Etappenziel, die Gili-Inseln an der Nordküste von Lombok. Eine klassische Seglerschönheit ist sie nicht, unsere Pinisi Ambasi. Manches an ihr wirkt zusammengestoppelt und improvisiert, wie so vieles im Entwicklungsland Indonesien. Aber das macht sie irgendwie sympathisch.
Wir machen einen Ausflug zum Gunung Rinjani. Der Vulkan auf der Insel Lombok ist 3726 Meter hoch. Viele Eruptionen haben seinen Hauptkrater im Laufe der Jahrtausende immer mehr erweitert zu einem riesigen Kratersee und daraus ragen neue, kleinere Vulkane. Eine viele tausend Kilometer lange Kette aktiver Vulkane bildet das Rückgrat von Indonesiens Inseln. Es sieht so aus, als präge die Allgegenwart unberechenbarer Vulkane auch die Menschen in diesem Land. Stockkampf auf Lombok. Peresan heißt der traditionelle Kampfsport, ursprünglich ein martialischer Regentanz. Lombok leidet oft unter Trockenheit. Heute kämpfen Dorfmannschaften um sportliche Ehren. In Indonesiens Geschichte gibt es das häufig, den plötzlichen Ausbruch ungezügelter Gewalt, der sich ebenso plötzlich in Sanftheit auflöst. Die Prozession der großen Trommel, Gedang Belek, fest im Dorf Sade. Im Tanzstil zeigt sich der Einfluss der hinduistischen Nachbarinsel Bali auf das muslimische Lombok. Balis Könige herrschten lange über große Teile von Lombok und brachten ihre Kultur mit. Indonesien ist ein riesiger Flickenteppich vieler Völker. 737, meist völlig voneinander verschiedene Sprachen, sind im Gebrauch. Das Dorf Sade lebt noch ganz in alter Tradition. Der Islam prägt das Leben hier. Der kam bereits im 12. Jahrhundert nach Südostasien. Im 16. Jahrhundert war fast ganz Indonesien muslimisch geworden. Knapp 90% der Indonesier sind heute Moslems, aber je weiter man nach Osten kommt, desto mehr nimmt der Einfluss des Islam ab. Wir werden es sehen. Die Pinisi Ambasi vor den Gili-Inseln. Ein vor allem unter Rucksacktouristen beliebtes Ziel von Tauchreisen. Weite Strände, tiefblau und türkisfarben, schimmerndes Wasser. Johannes Saulu ist unser Tauchmeister. Er taucht mit Chalita Chandra, ausgebildet als Unterwasserkamerafrau. Die beiden werden für uns den Zustand der Korallenbänke bei den Gili-Inseln zeigen. Fischer haben das Riff hier mit Dynamit beworfen, um Fisch damit zu fangen, sagt er. Die Regierung schützt jetzt, aber wohl zu spät. Ein Fünftel aller Korallenbänke der Welt liegen in indonesischen Gewässern. Ein riesiger Teil aller Bestände auf dieser Erde. Was unsere beiden Taucher vor den Gili-Inseln zu sehen bekommen, ist beängstigend, ein Korallenfriedhof. Eine einsame Meeresschildkröte knabbert an den Korallenresten. Kaum Fische sind hier, ein Indiz für zerstörte Meeresfauna. Indonesische Dynamitfischer beim Bombenbau, für uns gefilmt von einem indonesischen Fernsehteam. Mit Zündholz, Schwefel und anderen frei verkäuflichen Substanzen füllen die Männer eine Zündkapsel. Als Sprengstoff dient ein Düngemittel, abgefüllt in Bierflaschen. Indonesiens Inselwelt, nahezu unweltlich schön, ist viel zu unübersehbar, als dass die Behörden sie wirksam kontrollieren könnten. Erst recht außerhalb von Nationalparks wie hier. Das Fischen mit Dynamit ist überall illegal, aber es geschieht noch immer. Charita und Johannes kommen zurück von ihrem Tauchgang. Beide sind, schon von Berufswegen, Naturliebhaber. Sie sind deprimiert. Die Korallenbänke sind praktisch alle zerbrochen, sagt er. Es wird lange dauern, ehe sie sich erholen. Yes.
Viele Taucherboote sind unterwegs beim Touristendorf Gili, eine Ansammlung meist einfacher Hotels und Herbergen. Wenn viele Tauchreisende herkommen, brauchen die Fischer nicht mehr mit Dynamit zu fischen für ihren Lebensunterhalt. Aber die Sache hat einen Haken. Tourism in Lombok. Der Tourismus boomt auf Lombok, sagt Benny, unser Bootseigner. Aber wenn die Boote ihre Anker überall auswerfen, ist das auch nicht gut für die Korallen. Wir wollen weiter nach Osten, aber das ist nicht einfach für unsere Pinisi Ambasi. Wind und Strömung sind stark bei den Gili-Inseln. Mit unserem 83 PS-Motor kommen wir kaum dagegen an. Nach 3 Stunden sind wir gerade 5 Kilometer weiter. Der Wind ist sehr stark, sagt Benny. Normalerweise kommt der Monsunwind auf der Nordseite der Insel erst später im Jahr, im Juni, Juli. Vielleicht liegt es am Klimawandel. Wir wissen es nicht, aber der Ostwind ist hier viel zu früh gekommen. Es wird Abend, bis sich unser Schiffchen von der gefährlichen Nähe zur Küste freigekämpft hat. Tauchmeister Johannes ist müde. Die Schiffscrew bereitet das Abendmenü. Es gibt einfaches, aber gutes indonesisches Essen. Es ist angerichtet. Neben der Schiffsbesatzung sind 7 Gäste an Bord. Unsere Taucher, Dolmetscher Tino, eine Aufpasserin der indonesischen Regierung und wir 3, Kameramann, Toningenieur und Reporter. Ganz gemütlich, der kleine Decksalon in der Nacht. Wir nehmen Kurs auf Sumbawa, die nächste Insel auf dem Weg nach Osten. Mojo heißt eine kleine Insel vor Sumbawa. Dolmetscher Tino hatte etwas gehört von einem sagenhaften Luxushotel in der Wildnis. Ein Zeltlager der besonderen Art. Wir werden nicht enttäuscht. Schon der Empfang ist vielversprechend. Das sind die Zelte. Elias Pertoft führt uns im Auftrag des Managements durchs Amanwana Resort. Eine Nacht im Zelt hier kostet 1000 US-Dollar. Vollverpflegung für 2 Gäste inklusive. Amanwana nennt sich selbst ein Eco-Camp, deutsch Umweltlager. Unsere Gäste, sagt er, wollen etwas zurückgeben an Mutter Natur. Dies zum Beispiel ist eine Öko-Initiative des Camps. Seeschildkröten schlüpfen unter der Obhut des Hotelpersonals und zum Entzücken der Gäste aus ihren Eiern. Wir sammeln die Eier, sagt Elias Pertoft. Die Einheimischen helfen uns dabei. Und nach 60 Tagen unterm Sand kommen sie herausgekrabbelt. Normalerweise verkaufen die Einheimischen die Schildkröteneier auf dem Markt als Delikatesse. Aber das Hotel zahlt höhere Preise dafür. Darum dürfen diese Tiere überleben. Luxusgenuss mit gutem Umweltgewissen. Die Zelte sind freilich klimatisiert. In 20 Zelten maximal 40 Gäste, umsorgt von 140 Angestellten, dienstbare Geister überall. Wir sind weit ab von der Zivilisation, sagt er. Darum müssen wir alles per Boot hierher bringen. Lebensmittel aus Mali, Fleisch aus Australien und Japan. Everything comes
over land and then by boat supplied here. Was der Transport von Fleisch aus dem viele tausend Kilometer entfernten Japan mit Umweltschutz zu tun hat, bleibt offen. Aber Chili und Kräuter baut man selbst im Bioanbau. Ah, it's healthy. Das ist gesund, sagt Koch Made Sujana. Das ist die Hauptsache. Denken die meisten Indonesier auch so? Ursprünglich ja, sagt er, aber die Leute heute glauben, dass Fastfood moderner ist. Wir hier wollen Bio-Kost. Diese scharfen Schoten werden nur maßvoll benutzt. Das Camp serviert Fusion Food, mildere Mixturen asiatischer und europäischer Küche. Im Spa liegen einheimische Masseusen Hand an. Entspannung pur, derweil der Gast den Tagesplan schmiedet. Dschungeljoggen, Segeln, Hochseefischen. Es gibt wenig, was man in der Natur nicht tun kann. Im Ökoresort der Millionäre. Nach dem Blumenbad vielleicht ein Tauchgang. Die Gewässer rund um Mojo Island sind dafür tatsächlich ein Paradies. Nicht alle Korallen vor Mojo sind so gesund wie diese. Das Wetterphänomen El Niño, das hier die Meere erwärmte, hat viel ausbleichen und sterben lassen. Doch das Ressort will Mutter Natur wieder aufhelfen. Mit dem Übernachtungspreis finanzieren dessen Gäste diesen Drahtbau. Darin fließt elektrischer Strom, der soll neue Korallen zum Wachstum anregen. Wir nehmen zerbrochene Korallen vom Strand und binden sie auf das Drahtgeflecht, sagt er. Der elektrische Strom darin gibt ihnen unglaubliche Lebenskraft, lässt sie fünfmal schneller wachsen. Wir sind nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber er glaubt daran. Man nennt das ein elektronisches Riff, sagt er. Can grow up to 4-5 times normal coral growth. Unsere Schildkrötchen sind inzwischen auf dem Weg ins Meer und dienen dabei als Fotomotiv. Die grüne Meeresschildkröte gilt als gefährdete Art. Hier können sich Hotelgäste als Retter fühlen. Die Sonne sinkt und am Strand lockt der Grill mit frischen Langusten aus tropischen Gewässern. Die meisten Gäste hier sind etwas kamerascheu, doch dies Pärchen aus Japan sagt, wie es ist. Wunderbar. Warum? Weil es hier romantisch ist. $1,000 die Nacht, viele Gäste bleiben wochenlang. Wie schön, so denken wir bei der Abfahrt, kann umweltgerechtes Leben sein, wenn man Millionär ist. Die Insel Sumbawa blieb lange unabhängig von der holländischen Kolonialherrschaft. Den Osten der Insel regierte bis ins späte 18. Jahrhundert ein muslimischer Sultan. Und auch später blieb der Einfluss der Holländer gering hier, weit ab von der Hauptstadt, auf Java. Reiseplanung mit Dolmetscher Tino. Wir halten uns an die nördliche Route entlang der Inselkette. Am nächsten Morgen Ankunft am Dorf Senyang im Osten von Sumbawa. Riesige Boote am Ufer. Senyang ist berühmt für seine Schiffsbauer, ein Zentrum der Bugis-Schoner. Die Sonne geht auf über dem Gunung Api, ein aus dem Meer ragender Vulkan. Unsere Schiffscrew hat nur Augen für die Werften am Strand. Senyang ist ein muslimisches Dorf. Die Häuser zeigen holländisch anmutende Fassaden.
Alles hier wird überragt von den großen Bootsbauten. Dazwischen spielt sich das Dorfleben ab. Sumbawa ist auch eine Insel der Pferde. Das Sumbawa-Pony stammt von mongolischen und chinesischen Pferderassen ab. Wie deren Gene ins ferne Indonesien gelangt sind, weiß hier niemand mehr. Unsere Ponys sind sehr stark, sagt Haji Hussein Puasa. Wir trainieren für das nächste Rennen in der Provinzhauptstadt. Das Schwimmen im Meer gehört mit zum Training. Die Schraubenlöcher im Bootsrumpf werden mit Holzpflöcken versiegelt. 200 Kubikmeter Holz werden für den Bau dieses Bootes gebraucht. 8 ausgebildete Schiffsbauer und einige Helfer brauchen 8, manchmal 12 Monate, um eine solche Pinisi fertigzustellen. Ein Mann aus dem Dorf hat das Boot in Auftrag gegeben. Dafür kassiert der Chef der Werft 1 Milliarde Rupien, etwa 70.000 Euro. Eure kleine Pinisi Ambasi ist etwas moderner, sagt er. Gut für die Küstenfahrt. Meine Boote sind hochseetauglich. Sie werden später Holz transportieren. Das neue Boot hier wird Laderaum für 800 Kubikmeter Holz haben, sagt Siam Sudin, der Bootsbauer. Er stammt von der Insel Sulawesi, der Heimat des Bugis-Volkes. Das ganze Dorf lebt mehr oder weniger vom Bootsbau und vom Fischen natürlich. Typisches Leben in einem indonesischen Küstendorf. Nach ein paar Stunden müssen wir aufbrechen vom Dorf der Schiffsbauer. Wir haben noch eine gute Strecke vor uns und unsere Pinisi Ambasi ist nun mal nicht die schnellste. Den Rest des Tages und die nächste Nacht verbringen wir auf See. Wie eine Filmkulisse für Jurassic Park. Die Landschaft der Insel Komodo, tief im Osten der indonesischen Inselwelt, sieht schon so aus, als müsse man hier etwas Unheimliches erwarten. Genau darum sind wir hier. Das Baden an diesem Strand ist nicht zu empfehlen. Schon der Erkundungsgang mit Wächtern des Komodo-Nationalparks ist nicht ganz geheuer. Es sind Drachen im Gelände und man sieht sie nicht sofort im tiefen Gras. Eine tote Ziege haben die Ranger in den Baum gehängt. Der Blutgeruch lockt die Riesenechsen an. So kann man zählen, wie viele im jeweiligen Gelände leben. Vincent Lati ist der Chef der Drachenhüter im Nationalpark und Mimi Nawawi arbeitet hier als Entwicklungshelferin. Der Waran ist keine 10 Meter von uns entfernt und er interessiert sich vorerst nicht für die Ziege, sondern für uns. Die Ranger drängen ihn ab. Es liegt eine Spannung in der Luft, gemischt aus Furcht und Ekel, als mehr und mehr Echsen sich auf die tote Ziege stürzen.
How often do you see those? Ich sehe das ziemlich oft, sagt Mimi Nawabi, immer wieder furchtbar unappetitlich. It doesn't make less gross as often, more often you see it. Der Komodo-Waran ist die größte Echse der Welt, bis zu 3 Meter lang. Er lebt nur hier auf Komodo und einigen umliegenden Inseln. Wir wissen bis heute nicht, warum dieser Riesenwaran nur hier vorkommt, sagt der Ranger. Immer noch ein Rätsel. Still a mystery. Yes, mystery. Ob ich diese Tiere mag? Nein, sagt er, wirklich nicht. Wir alle blicken auch ständig hinter uns. Von dort kommt noch einer. Der Biss des Warans ist giftig und nicht selten tödlich. Vor allem, weil seine Zähne von faulendem Fleisch derart bakterienverseucht sind, dass von ihnen zugefügte Wunden nur ganz selten heilen. Es gibt Unfälle, sagt Vincent Latti. Er meint damit Varanattacken auf Menschen. Aber, sagt er, nicht mehr als früher schon. Es sind eben wilde Tiere, wie andere auch. Wir fahren hinüber zum Kampung Komodo. Im Dorf leben 1200 Menschen, weit weniger als die 1700 Drachen, die es auf der Insel gibt. Ein Jahr vor unserem Besuch war ein 7 Jahre alter Junge von einem Komodo-Drachen zerfleischt worden. Mimi Nawabi, die Entwicklungshelferin aus der Hauptstadt Jakarta, will dem armen Dorf neue Einkommensquellen verschaffen durch Tourismus. Der Komodo-Waran als Attraktion. Der Fischer Abdurrahman Bakri verdient ein Zubrot mit dem Verkauf von geschnitzten Komodo-Drachen an Besucher des Nationalparks. Bisweilen kommen die Drachen ins Dorf, dann flüchtet alles in die Häuser. Doch die meisten Unfälle passieren draußen, im Grasland. Wir treffen einen jungen Mann, der den Biss des Drachens überlebt hat. Ich war damals noch in der Grundschule, sagt er. Beim Spielen bin ich auf den Waran getreten, er lag im Gras. Zum Glück heilten die Bisse. Später, nach dem Ende unserer Reise, hören wir von weiteren Attacken. Auch gibt es Berichte von Waranangriffen auf Taucher in der Bucht hier. Das alles trägt bei zur albtraumhaften Atmosphäre der Landschaft von Komodo. Auf Komodo und einigen umliegenden Inseln gibt es insgesamt noch 4000 dieser Tiere. Sie stehen unter Naturschutz. Einige ältere Warane stapfen bisweilen durch das Besucherzentrum des Komodo-Nationalparks. Wir flüchten ein paar Stufen hinauf, aber der Waran ist ein guter Kletterer. Der Komodo-Waran übt eine seltsame Faszination auf die Besucher aus, eine Erscheinung wie aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Die Ranger machen sich einen Spaß daraus, den Drachen möglichst nahe zu kommen, sie mit einem blutigen Köder hin und her zu locken. Wenn der Drache angreift, rennen sie weg. Ein durchschnittlicher Komodo-Drache wiegt 70 Kilo, aber er kann sich bei einem einzigen Fraß noch einmal 70 Kilo zulegen. Die Dorfkinder halten Abstand, aber grundsätzlich nehmen die Bewohner von Komodo die Drachengefahr eher leicht. Zu leicht, sagt Mimi, die Frau aus der Großstadt Jakarta, aber sie leben eben mit ihnen.
Komodo-Drachen gelten als gefährdete Art. Ihre Hauptnahrung sind wildlebende Hirsche. Doch deren Zahl wurde von Wilderern dezimiert. Seither stehlen die Drachen vermehrt Ziegen aus dem Dorf. Mensch und Tier kommen sich gefährlich nahe in dieser urweltlichen Landschaft Indonesiens. Chalita macht sich bereit für einen Tauchgang. Zum Komodo-Nationalpark gehören auch diese Gewässer. Sie stehen unter Schutz. Tauchen und Schnorcheln ist erlaubt. Wir sind verabredet mit Dr. Sangeeta Mangubhai. Sie ist Meeresbiologin und arbeitet im Auftrag der Parkverwaltung. Wir wollen wissen, wie die Korallen hier aussehen, sagt sie. Viele Veranstalter von Tauchreisen kommen hierher. Es ist ein beliebter Tauchplatz, weil er gezeitenunabhängig ist. Und Schnorchler können gleich vom Strand ins Wasser gehen. Auch hier, wie bei den Gili-Inseln bei Lombok, viele zerstörte Korallen. Sangeeta Mangubhai sucht nach Spuren von Schäden durch die Anker der Tauchboote. Sie plant, mehr und mehr feste Bojen zu installieren, an denen die Ausflugsschiffe festmachen können, ohne Schaden anzurichten. Aber solch Parkmanagement kostet Geld und das ist knapp in Indonesien. Relativ viele Fische hier sind ein Anzeichen für eine Erholung der Korallen von den Bomben der Fischer. Hier ist früher viel mit Dynamit gefischt worden, sagt sie. Wir sehen auch Sturmschäden. Aber man sieht, sagt sie, auch Positives. Auf den alten Korallentrümmern wachsen all diese weichen Korallen. Die pressen die Trümmer zusammen und das erlaubt dem Riff, sich wieder zu etablieren. Unsere Taucher ruhen sich aus. Wir fahren weiter durch die in vielen Farben schimmernden Wasser des Komodo-Nationalparks. An der Nordostspitze von Komodo werden wir gleich ankern. Unsere Taucher studieren Gezeitentabellen. Erst seit dem Ende der 90er Jahre patrouillieren hier Parkranger, um das Naturschutzgebiet vor illegalen Fischern zu schützen. Das Bewusstsein vom Wert der Korallenbänke hat sich in Indonesien erst spät entwickelt. Es wird geschätzt, sagt sie, dass 33% der Korallenbänke Indonesiens in einem sehr schlechten Zustand sind. Weitere 35% in halbwegs gutem Zustand, 6% in guter Verfassung, aber nur ein kleiner Teil, vielleicht 10%, sagt sie, sind in wirklich ausgezeichnetem Zustand. Die Hauptgefahren sind Dynamitfischen, Fischen mit Cyanid, sagt sie. Das hat einen verheerenden Einfluss. Hinzu kommt Sedimentierung und Verschmutzung durch Industrieabwässer und die Fischerei generell. Indonesiens Bevölkerung deckt ihren Proteinbedarf größtenteils mit Fisch. Frage, wie viel Prozent der Riffe stehen unter Naturschutz? 8 million hectares of marine protected areas in Indonesia. 8 Millionen Hektar, sagt sie, 8 oder 9% haben die eine oder andere Form von Schutz. Nicht viel. Ein Zehntel, sagt sie, ein guter Anfang. It's a tenth, but it's a good start.
Ein Tauchboot ankert dort bereits. Auch die Pinisi wird hier festmachen in einem der schönsten Tauchgründe Indonesiens. Sangeeta Mangupai ist ein bisschen neidisch, so hat sie uns erzählt, auf die großen Erfolge, die Australien beim Schutz seiner Korallenriffe hat. Das Great Barrier Reef dort wird vom Staat intensiv geschützt, auch weil es so viele Touristen ins Land bringt. Der Tourismus in Indonesien ist, von Bali abgesehen, noch sehr unterentwickelt. Es fehlt der Anreiz, die Natur für Besucher zu erhalten. In Australien ist der Tourismus längst eine größere Einnahmequelle als die Fischerei, hier nicht. In Australien zahlt sich Naturschutz wirtschaftlich aus, in Indonesien noch nicht. Sangeeta Mangupai macht Bestandsaufnahme der Korallen. Auch ihr ist bewusst, dass die Fischer in der Region wenig Sinn für die Schönheit dieser Unterwasserwelt haben, solange sie auf die Ausbeutung des Meeres angewiesen sind, um zu überleben. Merkwürdige Ironie. Indonesiens ferne Inselwelt ist noch vom Massentourismus weitgehend verschont. Aber genau darum ist Naturschutz hier so schwierig. Reisealltag auf der Pinisi Ambasi. Wir haben uns von Komodo verabschiedet und nehmen Kurs auf Flores, eine der größeren Inseln von Nusa Tenggara, wie die Kette von östlichen Eilanden in Indonesien genannt wird. Frühmesse am Fuß des Vulkans Kelimutu auf Flores. Die Bewohner der Insel sind vornehmlich christlich-katholisch. Moslems sind hier die Minderheit. Zusammen mit dem Priester feiern die jungen Leute hier das eben bestandene Abitur mit einem Klassenausflug zum berühmtesten Vulkan der Insel. Ein Parkranger ermahnt, keine Abfälle oder Steine in die Vulkankrater zu werfen. Nach der Sage leben dort die Seelen aller Verstorbenen. Die darf man nicht stören. Der erste der drei Kraterseen ist heute fast schwarz. Zu anderen Zeiten, erklärt der Ranger, ist das Wasser rot. Die Farben ändern sich mit dem Sauerstoffgehalt im See, an dessen Grund aus Erdspalten vulkanische Gase strömen. 1600 Meter hoch ist der Kelimutu. Der nächste See gleich nebenan schimmert in kräftigem Türkis. Krater der Teenager heißt dieser See. Ein Grund mehr für unsere Abiturklasse, hier hinaufzusteigen. Der Kelimutu gilt, so erklärt Fahlens, der Ranger, als stets ausbruchgefährdet, als aktiv. Erdbeben sind häufig auf Flores. Unser Land heißt das Lied der jungen Leute. Im Guten wie im Schlechten, so der Text. Unser Land ist das Beste. Pater Firgio hat nichts gegen die animistischen Sagen vor den Seelen am Kelimutu. Die katholische Kirche akzeptiert den alten Volksglauben. Wir sehen keinen Widerspruch, sagt er, zwischen den alten Traditionen und der Lehre der Kirche. Parkranger Valens steigt die Kraterwand hinunter. Das Pflücken von Pflanzen ist verboten hier oben im Nationalpark. Aber, so stellt er fest, hier sind wieder Sträucher ausgerissen worden. Ihr Holz soll Heilkraft besitzen, sagt er. Darum stehlen es die Leute.
Naturschutz ist nicht einfach durchzusetzen. Immerhin kümmert sich die Regierung mehr darum als früher. Der Klassenausflug zum Kelimutu geht zu Ende. Indonesien hat 76 aktive Vulkane, mehr als jedes andere Land der Welt. Alle Inseln, die wir besucht haben, sind vulkanischen Ursprungs. Unsere Reise auf der Pinisi Ambasi geht langsam zu Ende. Eine Reise entlang der kleinen Sunda-Inseln, wie sie in deutschen Atlanten benannt sind. Ein poetisch anmutender, altmodischer Name, der dem verschlafenen Reiz dieser fernen Welt durchaus angemessen ist. Die Kette der kleinen Sunda-Inseln erstreckt sich noch weiter nach Osten bis fast nach Australien. Aber wir haben beschlossen, dass der Endpunkt unserer Reise sinnigerweise die Stadt Ende sein soll. Sie liegt auf der anderen Seite der Insel an der Südküste. Ein letztes Mal fällt für uns der Anker. Abschied von der Pinisi Ambasi. Mit dem Auto überqueren wir die Insel. Es geht durch die Reisfelder unterhalb des Kelimutu, fruchtbar von seiner Asche. Und auch das Panorama der Bucht mit der Stadt Ende wird von Vulkanen beherrscht. Einige Moscheen gibt es in der Stadt, aber erheblich mehr christliche Kirchen. Flores bildet gewissermaßen die Ostgrenze der Ausbreitung des Islam in Südostasien, ein Zentrum vor allem katholischer Missionen. Wir sind am frühen Morgen angekommen. Am Strand vor der Stadt landen die Fischer eben ihre Fänge aus. Das Leben auf Indonesiens östlichen Inseln ist geprägt vom Meer. Und übers Meer kamen im 16. Jahrhundert portugiesische Seefahrer. Die Insel Flores trägt einen portugiesischen Namen. Die Portugiesen nannten sie in ihrer Sprache Kap der Blumen, wegen der Korallengärten in den Gewässern ringsum. Wir wollen am Ende unserer Reise hoffen, dass das noch arme und bevölkerungsreiche Indonesien seine Naturschönheiten schützen und erhalten kann. Unter grünen Segeln durch die unendlich blauen Wasser der Inselwelt Indonesiens. Eine romantische Reise jenseits von Bali. Wir tauchen hinab zu den Korallenbänken und sehen, warum dies Paradies so sehr gefährdet ist. Und wir erleben den Zauber der gigantischen Vulkanlandschaften und der bisweilen unheimlichen Tierwelt im Osten Indonesiens. Eine Woche lang werden wir unterwegs sein, über und unter Wasser. Bei stiller und bisweilen bewegter See. Musik.
Der Motorsegler Pinisi Ambasi wartet am späten Nachmittag in der Amuk-Bucht an der Ostküste von Bali. Von hier werden wir aufbrechen zu den östlichen Inseln Lombok, Sumbawa, Komodo und Flores. Die Pinisi Ambasi ist 10 Jahre alt, ein Bugis-Schoner, benannt nach dem indonesischen Seefahrervolk der Bugis. Die kopierten seit dem 17. Jahrhundert die Boote der holländischen Kolonialherren, aber modifizierten die Baulinien für diese südlichen Gewässer. Wir überqueren die Meerenge von Lombok, ein Gewässer mit starker und tückischer Strömung. Die Segel werden für die Nacht geborgen. Wie immer in den Tropen bricht die Nacht schnell herein nach nur kurzer Dämmerung. Mit Motorkraft schaukeln wir dahin. Bali verschwindet im Dunst. Bali ist eine internationale Hochburg der Surfer. Schon am Anfang des letzten Jahrhunderts kamen die ersten Urlauber aus Europa und Amerika hierher und schnell entwickelte sich ein Bali-Mythos, die Vorstellung vom exotischen Tropenparadies. Heute wird Bali mehr und mehr zu einem Ort des Massentourismus. Balis Reisterrassen sind weltberühmt, dabei sind sie kaum schöner als die Reisterrassen auf anderen Inseln Indonesiens. Bali ist, anders als alle anderen Inseln ringsum, hinduistisch und es zeigt sich mit ganz eigenen Ritualen und Tänzen. Das berühmteste Schauspiel für die Touristen ist der Kecak-Tanz. Doch der Kecak ist eine gerade 80 Jahre alte Erfindung eines auf Bali lebenden deutschen Künstlers. Als der Tag anbricht, schippert die Pinisi Ambasi noch immer durch die Meerenge von Lombok. Unsere Höchstgeschwindigkeit liegt bei 6 Knoten, 12 Kilometer in der Stunde. Unsere Position quer ab von Lombok. Der große Vulkan Gunung Rinjani liegt im Dunst. Wir werden ihn später näher sehen. Das Frühstück brutzelt im Wok. 7-Mann-Besatzung hat unser Schoner, 21 Meter lang, 6 Meter breit, 2,30 Meter Tiefgang. Steuermann und Bootseigner diskutieren den Tagesplan. Von Benny, dem Mann mit dem Schal, haben wir das Boot gemietet. Seit 20 Jahren organisiert er Bootsreisen in Indonesien. Ein Computer mit GPS dient zur Positionsbestimmung, aber auch die Seekartensammlung ist noch im Gebrauch. Dort unser erstes Etappenziel, die Gili-Inseln an der Nordküste von Lombok. Eine klassische Seglerschönheit ist sie nicht, unsere Pinisi Ambasi. Manches an ihr wirkt zusammengestoppelt und improvisiert, wie so vieles im Entwicklungsland Indonesien. Aber das macht sie irgendwie sympathisch. Wir machen einen Ausflug zum Gunung Rinjani. Der Vulkan auf der Insel Lombok ist 3726 Meter hoch. Viele Eruptionen haben seinen Hauptkrater im Laufe der Jahrtausende immer mehr erweitert zu einem riesigen Kratersee und daraus ragen neue, kleinere Vulkane. Eine viele tausend Kilometer lange Kette aktiver Vulkane bildet das Rückgrat von Indonesiens Inseln. Es sieht so aus, als präge die Allgegenwart unberechenbarer Vulkane auch die Menschen in diesem Land. Stockkampf auf Lombok. Peresan heißt der traditionelle Kampfsport, ursprünglich ein martialischer Regentanz. Lombok leidet oft unter Trockenheit. Heute kämpfen Dorfmannschaften um sportliche Ehren. In Indonesiens Geschichte gibt es das häufig, den plötzlichen Ausbruch ungezügelter Gewalt,
der sich ebenso plötzlich in Sanftheit auflöst. Die Prozession der großen Trommel. Gedang Belek, Fest im Dorf Sade. Im Tanzstil zeigt sich der Einfluss der hinduistischen Nachbarinsel Bali auf das muslimische Lombok. Balis Könige herrschten lange über große Teile von Lombok und brachten ihre Kultur mit. Indonesien ist ein riesiger Flickenteppich vieler Völker. 737, meist völlig voneinander verschiedene Sprachen, sind im Gebrauch. Das Dorf Sade lebt noch ganz in alter Tradition. Der Islam prägt das Leben hier. Der kam bereits im 12. Jahrhundert nach Südostasien. Im 16. Jahrhundert war fast ganz Indonesien muslimisch geworden. Knapp 90% der Indonesier sind heute Moslems, aber je weiter man nach Osten kommt, desto mehr nimmt der Einfluss des Islam ab. Wir werden es sehen. Die Pinisi Ambasi vor den Gili-Inseln. Ein vor allem unter Rucksacktouristen beliebtes Ziel von Tauchreisen. Weite Strände, tiefblau und türkisfarben, schimmerndes Wasser. Johannes Saulu ist unser Tauchmeister. Er taucht mit Chalita Chandra, ausgebildet als Unterwasserkamerafrau. Die beiden werden für uns den Zustand der Korallenbänke bei den Gili-Inseln zeigen. Fischer haben das Riff hier mit Dynamit beworfen, um Fisch damit zu fangen, sagt er. Die Regierung schützt jetzt, aber wohl zu spät. Ein Fünftel aller Korallenbänke der Welt liegen in indonesischen Gewässern. Ein riesiger Teil aller Bestände auf dieser Erde. Was unsere beiden Taucher vor den Gili-Inseln zu sehen bekommen, ist beängstigend: ein Korallenfriedhof. Eine einsame Meeresschildkröte knabbert an den Korallenresten. Kaum Fische sind hier. Ein Indiz für zerstörte Meeresfauna. Indonesische Dynamitfischer beim Bombenbau, für uns gefilmt von einem indonesischen Fernsehteam. Mit Zündholz, Schwefel und anderen frei verkäuflichen Substanzen füllen die Männer eine Zündkapsel. Als Sprengstoff dient ein Düngemittel, abgefüllt in Bierflaschen. Indonesiens Inselwelt, nahezu unweltlich schön, ist viel zu unübersehbar, als dass die Behörden sie wirksam kontrollieren könnten. Erst recht außerhalb von Nationalparks wie hier. Das Fischen mit Dynamit ist überall illegal, aber es geschieht noch immer. Charita und Johannes kommen zurück von ihrem Tauchgang. Beide sind, schon von Berufswegen, Naturliebhaber. Sie sind deprimiert. Die Korallenbänke sind praktisch alle zerbrochen, sagt er. Es wird lange dauern, ehe sie sich erholen. Viele Taucherboote sind unterwegs beim Touristendorf Gili. Eine Ansammlung meist einfacher Hotels und Herbergen. Wenn viele Tauchreisende herkommen, brauchen die Fischer nicht mehr mit Dynamit zu fischen für ihren Lebensunterhalt. Aber die Sache hat einen Haken. Tourism in Lombok. Der Tourismus boomt auf Lombok, sagt Benny, unser Bootseigner. Aber wenn die Boote ihre Anker überall auswerfen, ist das auch nicht gut für die Korallen. Wir wollen weiter nach Osten, aber das ist nicht einfach für unsere Pinisi Ambasi. Wind und Strömung sind stark bei den Gili-Inseln. Mit unserem 83 PS-Motor kommen wir kaum dagegen an. Nach 3 Stunden sind wir gerade 5 Kilometer weiter. Der Wind ist sehr stark, sagt Benny. Normalerweise kommt der Monsunwind auf der Nordseite der Insel erst später im Jahr, im Juni, Juli. Vielleicht liegt es am Klimawandel. Wir wissen es nicht, aber der Ostwind ist hier viel zu früh gekommen. Es wird Abend, bis sich unser Schiffchen von der gefährlichen Nähe zur Küste freigekämpft hat.
Tauchmeister Johannes ist müde. Die Schiffscrew bereitet das Abendmenü. Es gibt einfaches, aber gutes indonesisches Essen. Es ist angerichtet. Neben der Schiffsbesatzung sind 7 Gäste an Bord. Unsere Taucher, Dolmetscher Tino, eine Aufpasserin der indonesischen Regierung und wir 3, Kameramann, Toningenieur und Reporter. Ganz gemütlich, der kleine Decksalon in der Nacht. Wir nehmen Kurs auf Sumbawa, die nächste Insel auf dem Weg nach Osten. Mojo heißt eine kleine Insel vor Sumbawa. Dolmetscher Tino hatte etwas gehört von einem sagenhaften Luxushotel in der Wildnis, ein Zeltlager der besonderen Art. Wir werden nicht enttäuscht, schon der Empfang ist vielversprechend. Das sind die Zelte. Elias Pertoft führt uns im Auftrag des Managements durchs Amanwana Resort. Eine Nacht im Zelt hier kostet 1000 US-Dollar, Vollverpflegung für 2 Gäste inklusive. Unsere Schildkrötchen sind inzwischen auf dem Weg ins Meer und dienen dabei als Fotomotiv. Die grüne Meeresschildkröte gilt als gefährdete Art. Hier können sich Hotelgäste als Retter fühlen. Die Sonne sinkt und am Strand lockt der Grill mit frischen Langusten aus tropischen Gewässern. Die meisten Gäste hier sind etwas kamerascheu, doch dies Pärchen aus Japan sagt, wie es ist. Wunderbar. Warum? Weil es hier romantisch ist. 1000 Dollar die Nacht, viele Gäste bleiben wochenlang. Wie schön, so denken wir bei der Abfahrt, kann umweltgerechtes Leben sein, wenn man Millionär ist. Die Insel Sumbawa blieb lange unabhängig von der holländischen Kolonialherrschaft. Den Osten der Insel regierte bis ins späte 18. Jahrhundert ein muslimischer Sultan. Und auch später blieb der Einfluss der Holländer gering hier, weit ab von der Hauptstadt, auf Java. Reiseplanung mit Dolmetscher Tino. Wir halten uns an die nördliche Route entlang der Inselkette. Am nächsten Morgen Ankunft am Dorf Senyang im Osten von Sumbawa. Riesige Boote am Ufer. Senyang ist berühmt für seine Schiffsbauer, ein Zentrum der Bugis-Schoner. Die Sonne geht auf über dem Gunung Api, ein aus dem Meer ragender Vulkan. Unsere Schiffscrew hat nur Augen für die Werften am Strand. Senyang ist ein muslimisches Dorf. Die Häuser zeigen holländisch anmutende Fassaden. Alles hier wird überragt von den großen Bootsbauten. Dazwischen spielt sich das Dorfleben ab. Sumbawa ist auch eine Insel der Pferde. Das Sumbawa-Pony stammt von mongolischen und chinesischen Pferderassen ab. Wie deren Gene ins ferne Indonesien gelangt sind, weiß hier niemand mehr.
Unsere Ponys sind sehr stark, sagt Haji Hussein Puasa. Wir trainieren für das nächste Rennen in der Provinzhauptstadt. Das Schwimmen im Meer gehört mit zum Training. Die Schraubenlöcher im Bootsrumpf werden mit Holzpflöcken versiegelt. 200 Kubikmeter Holz werden für den Bau dieses Bootes gebraucht. 8 ausgebildete Schiffsbauer und einige Helfer brauchen 8, manchmal 12 Monate, um eine solche Pinisi fertigzustellen. Ein Mann aus dem Dorf hat das Boot in Auftrag gegeben. Dafür kassiert der Chef der Werft 1 Milliarde Rupien, etwa 70.000 Euro. Eure kleine Pinisi Ambasi ist etwas Amanwana nennt sich selbst ein Eco-Camp, deutsch Umweltlager. Unsere Gäste, sagt er, wollen etwas zurückgeben an Mutter Natur. Dies zum Beispiel ist eine Öko-Initiative des Camps. Seeschildkröten schlüpfen unter der Obhut des Hotelpersonals und zum Entzücken der Gäste aus ihren Eiern. Wir sammeln die Eier, sagt Elias Pertoft. Die Einheimischen helfen uns dabei. Und nach 60 Tagen unterm Sand kommen sie herausgekrabbelt. Normalerweise verkaufen die Einheimischen die Schildkröteneier auf dem Markt als Delikatesse. Aber das Hotel zahlt höhere Preise dafür. Darum dürfen diese Tiere überleben. Luxusgenuss mit gutem Umweltgewissen. Die Zelte sind freilich klimatisiert. In 20 Zelten maximal 40 Gäste, umsorgt von 140 Angestellten. Dienstbare Geister überall. Wir sind weit ab von der Zivilisation, sagt er. Darum müssen wir alles per Boot hierher bringen. Lebensmittel aus Mali, Fleisch aus Australien und Japan. Everything comes over land and then by boat supplied here. Was der Transport von Fleisch aus dem viele tausend Kilometer entfernten Japan mit Umweltschutz zu tun hat, bleibt offen. Aber Chili und Kräuter baut man selbst im Bio-Anbau. Das ist gesund, sagt Koch Made Suyana. Das ist die Hauptsache. Denken die meisten Indonesier auch so? Ursprünglich ja, sagt er, aber die Leute heute glauben, dass Fastfood moderner ist. Wir hier wollen Bio-Kost. Diese scharfen Schoten werden nur maßvoll benutzt. Das Camp serviert Fusion Food, mildere Mixturen asiatischer und europäischer Küche. Im Spa legen einheimische Masseusen Hand an. Entspannung pur, derweil der Gast den Tagesplan schmiedet. Dschungeljoggen, Segeln, Hochseefischen. Es gibt wenig, was man in der Natur nicht tun kann, im Ökoresort der Millionäre. Nach dem Blumenbad vielleicht ein Tauchgang. Die Gewässer rund um Mojo Island sind dafür tatsächlich ein Paradies. Nicht alle Korallen vor Mojo sind so gesund wie diese. Das Wetterphänomen El Niño, das hier die Meere erwärmte, hat viel ausbleichen und sterben lassen. Doch das Ressort will Mutter Natur wieder aufhelfen. Mit dem Übernachtungspreis finanzieren dessen Gäste diesen Drahtbau. Darin fließt elektrischer Strom,
der soll neue Korallen zum Wachstum anregen. Wir nehmen zerbrochene Korallen vom Strand und binden sie auf das Drahtgeflecht, sagt er. Der elektrische Strom darin gibt ihnen unglaubliche Lebenskraft, lässt sie fünfmal schneller wachsen. Wir sind nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber er glaubt daran. Man nennt das ein elektronisches Riff, sagt er. Can grow up to four or five times normal coral growth.